Hallo zusammen, ich bin Böse Gummibaum und es ist mal wieder Zeit darüber zu reden, was wir als nächstes machen in Civ. Die Ruhmeshalle ist ja leider für den Arsch, von dem her, mit wem wir schon gewonnen haben. Scheinbar haben wir nur mit den Leuten bisher gewonnen. Das ist natürlich kompletter Schwachsinn. Da ist nicht mal... Ist lustig, weil ich dachte, es ist vielleicht nur seit Gathering Stone, aber der Punkt ist... Der Punkt ist, ich habe das erste Gathering Stone mit ihm gespielt und gewonnen. Und er ist auch nicht da. This is so weird. This is so weird. Aber was ist, wenn ich auf Standardregeln gehe? Nope. Das habe ich schon einmal ausprobiert, gell? This is... Okay. Keine Ahnung, wieso das nicht funktioniert. Aber mit Hilfe der Steam Achievements habe ich trotzdem gefunden, mit wem wir, glaube ich, noch nicht gewonnen haben. Wir haben noch nicht gewonnen mit Katharina de Medici, Frankreich, mit Cleopatra, Ägypten, mit Gandhi, Indien, Perikles, Griechenland, Peter der Große, Russland. Das war das eine Spiel, wo wir gegen Japan, glaube ich, Religion verloren haben. Philipp den Zweiten von Spanien, Tumiris von den Skythen und Theodore Roosevelt von den Amis. Und dann noch habe ich nicht als Victoria gewonnen als England. Wir haben nur als Eleonore gewonnen als England. Also die sind die, mit denen wir noch nicht gespielt haben. Das heißt, eine Idee wäre schlicht und einfach mal, um mich schön auszuruhen. Aber ich weiß nicht, ob das mittlerweile ein bisschen fad ist, einfach ein normales Spiel mit den Leuten zu spielen. Ansonsten kann ich mich noch an die Challenge-Idee erinnern mit den keine Theaterplätze, aber Kultursieg, was ich mir... Ich habe mir das ein bisschen überlegt. Das Problem ist, wie kommt man ohne Theaterplätze dann schnell zu den... Also da geht es ja darum, dann den Kultursieg quasi mit den... Also über Religion mit den Rockbands zu machen. Nur wie kommen wir dann schnell zu den Rockbands? Weil das ist ja im Ausrichtungsbaum und nicht im Wissenschaftsbaum. Dafür braucht man Kultur. Wobei man auch mit Religion Kultur bekommen kann. Stimmt, gibt es nicht dieses eine Religionsding? Maybe. Naja, vielleicht ist das wirklich ganz interessant. Wobei ich wahrscheinlich noch nichts dagegen einzuwenden habe, wieder ein normales Spiel zu machen mit den Leuten, die ich gerade gesagt habe, mit denen ich noch nicht gewonnen habe. Anyways, lasst es mich wissen. Ich bin auch natürlich für neue Vorschläge offen, wie immer, oder alte, die ich schon gebracht habe. Ich versuche mir auch wieder die durchzulesen von den vorigen Videos, wie immer. Aber ihr könnt es mir auch gerne hier nochmal schreiben. Nur um euch noch mehr Arbeit zu machen. Anyways. Ja, ich freue mich wie immer über alle Vorschläge oder Kommentare zu was euch lieber ist. Und ich sehe euch beim nächsten Let's Play.